Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Ja, Leute, ich kam wieder rein. Jawohl, ja, war gestern. Scheinbar waren die Server einfach überlastet. So, jetzt gucken wir doch einfach mal. Heute News, 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 News. Wer jetzt einfach nur die Daily Shop Items sehen will, kann gleich nach vorne klicken. Ansonsten News, 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 News. Wow, eine Nachricht nach der anderen. Wow, zang, ding dong day. Hammer, Leute. Also, wir schauen jetzt mal. Also, wir als allererstes Mal haben wir jetzt alle neuen Skins. Oh my fucking God. Holy shit, der Prisoner. Oh mein Gott, ist das ein krasses Teil. Was haben wir hier? Den Kit Bash. Ein Epic Skin. Uiuiuiuiui. Den Spark Plug. Crazy. Den Honor Guard. Oh, eine Cold Hearted Pickaxe. Okay. Oh, was ist das? Der Squid Striker? Erinnert mich jetzt irgendwie ein bisschen an Splatoon, ne, Leute? ist ja der Hammer. Frozen Beak. Oh nein. Oh nein. Sieht die geil aus. Oh nein, sieht die geil aus. Der Marshmallow Smasher, Marshy Smasher. Oh nein. Na gut, den finde ich jetzt nicht ganz so toll, aber was ist denn das? Ein Gleiter Extra Cheese? Okay. Aber eine Pizza Cutter haben sie es irgendwie, ne? Jetzt als Gleiter hier. Frozen Feathers. Oh. Dann haben wir hier Sprays. Marshmallow. Ist am Start. Hier Backblinks. Trash Lid. Scrappy. Padlock. Dann haben wir hier wieder Wraps. Emotes. Neue Emotes. Der Marshwalk. Okay. Keep it mellow. Bobbin. Really get into it. Glow Sticks, make it glow. Air Horn. Und das war's erstmal von diesen neuen Items hier. Dann gehen wir mal weiter in den nächsten rein. Dann ist, oh, jetzt ist ja demnächst der Super Bowl. Super Bowl, da muss ich auch wieder. Super Bowl bin ich auch schon geil drauf, ey. Da bin ich mal gespannt, wer diesmal gewinnen wird, ne? Wird auf jeden Fall ein mega geiles Matchup werden. Wie immer, Super Bowl, Riesenevent, wahrscheinlich, ich glaube, das größte Sportevent der Welt. Hammer. So. Ja, also Super Bowl Skins. Mega geil. So. Wobei ich ja sage, letzten Endes, ja, diese ganzen auch Fußballer-Skins und so weiter, brauchen wir eigentlich jetzt nicht wirklich in dem Spiel, aber trotzdem freue ich mich auf den Super Bowl. So, dann hier haben wir den Marshmallow und gibt es hier ein Festival, eine Festival-Version. Von dem aktuellen Cuddly Team Leader oder Cuddle Team Leader, The Dance Bear. Und dann gibt es hier ein Marshmallow Rap. Und dann gibt es wohl noch irgendwie einen Gleiter. Ein Marshmallow Gleiter. Pleasant Park am 2. Februar um 2 Uhr. 2 p.m. ET.
Also da gibt es auf jeden Fall irgendwas Interessantes in Pleasant Park am 2. Februar. Da bin ich mal gespannt. Ist ja schon bald jetzt. Da bin ich gespannt drauf, was da passieren wird. Hier haben wir irgendwie ein Video. Lass uns das mal anschauen, was da passiert. Da wird scheinbar getanzt werden. Ich vermute, Marshmello wird dann da im Spiel ein Konzert geben, und zwar in Pleasant Park. Das ist jetzt einfach mal so meine Prediction. Und wir alle werden dort dann tanzen. Wird bestimmt cool werden. Da geht es sogar noch weiter. Was passiert hier noch? Teil 2. Geht auch nochmal 45 Sekunden. Ja, dann werden wir wahrscheinlich alle tanzen, Leute. So, ja. Also Marshmello vermutlich am 2. Februar in Pleasant Park wird er wahrscheinlich, vermute ich jetzt einfach mal, ein Konzert dort geben. So, dann geht's weiter. Das Ding sieht mega übel aus. Leck mich am Arsch. Ey, Hardcore, der Prisoner Skin. Oder auch Snowfall Skin hat wohl. Oh mein Gott. Das ist der Skin, der. Oh mein Gott. Wenn du die 7 Wochen durch hast, dann kriegst du den. Oh mein Gott, sieht der geil aus. Oh mein Gott, warum habe ich mir jetzt vor kurzem den anderen geholt? Der sieht so geil aus hier. Holy shit, in welcher Version wird er euch denn am besten gefallen? Oh, der ist ja krank hier. Sieht das Ding fett aus. Oh mein Gott. Will haben, will haben, will haben, will haben, will haben. Crazy. Ja, dann wird es wohl ein Erdbeben-Event geben, ein Earthquake-Event. Es geht dann wohl um Season 8. Wohl 4 Ingame-Events geben. Und dann müssen wir mal schauen, was da passiert. Ja. Was gibt's auch ein Super Bowl? Achso, okay. Ja, dann haben wir hier, gibt's ein neues Kobalt Starter Pack. In Neuseeland. Demnächst dann also in allen Ländern für eben hier 4,99 €. 600 V-Bucks. Kobalt Outfit. Und der Backbling da oben. Ja. Ja, und dann haben wir hier noch Cosmetic. Ein Dumpling Cosmetic Set. Dieser komische Skin da. Könnte in etwa vielleicht so aussehen wie hier dieses wie das Ding da bei dem Dumpling Restaurant. Ja, muss man mal schauen. Ja, Leute, also das war's jetzt erstmal hier von diesen ganzen News, die da so aktuell gekommen sind. Jetzt schauen wir doch mal, was da. Also am meisten freue ich mich ja wirklich
Am meisten freue ich mich tatsächlich auf diesen Woche Season Skin. Also den will ich unbedingt haben. Das wird bestimmt cool werden. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal jetzt an mit unserem Daily Items, ne? Beziehungsweise mit unserem Daily Shop. Dann gehen wir mal rein. Und der Plague is back. Der Plague Skin ist zurück und der Scourge. Übrigens, der Whiplash hat jetzt eine männliche Version bekommen. Die schauen wir uns auch gleich mal an. So. Also. So, also erstmal hier den Plague. Ich finde den, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht. Und von mir kriegt der Plague 7 von 10. Und bei euch. Uiuiuiuiuiui. Bei euch hat er tatsächlich hier. Jetzt kann ich das wieder ein bisschen kleiner machen. 4,14 von 5 bei 28 Votes. 140 Reminders. So, dann haben wir jetzt Scourge. Und den finde ich jetzt nicht ganz so cool. Der kriegt von mir 6 von 10. Ich sagen, finde, der sieht ein bisschen komisch aus. Seltsamerweise auch da wieder etwas beliebter, so wie es aussieht. 4,68 von 5. Naja. So, ich finde den nicht ganz so toll. So. Den Herald's Wand finde ich cool. 7 von 10. Wie hört sich das Ding an? So. Nice. 7 von 10. 3,5 von 5 bei nur 6 Votes. Dann haben wir den Lamplight. Ja, ist zwar ein Standardgleiter, sieht aber nicht ganz so schlecht. Ein bisschen stylischer als ein Standardgleiter. Deswegen kriegt er dann trotzdem von mir 5 von 10. Der Lamplight, was hat er denn hier? Uiuiuiui. 5 von 5 bei 3 Votes. Alles klar. Ja, jetzt hier ist er der neue, der männliche Cabbie. So sieht er jetzt aus. Schauen wir uns mal an. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ist halt ein Cabbie. Kriegt von mir 5 von 10, der Cabbie. Haben wir denn da überhaupt schon Noten für? Ich glaube, da ist noch nichts da. Nein, beim Cabbie ist noch nichts da. So, in Whiplash finde ich, sieht in dem Fall tatsächlich ein bisschen cooler aus. Und der Whiplash kriegt von mir 6 von 10. Schauen wir mal. 4,03 von 5 bei 37 Votes. Und dann haben wir hier diese Victory Lap, die finde ich sieht scheiße aus. Die kriegt von mir nur 4, 3 von 10. 2,5 von 5 bei 8 Votes. So, und dann haben wir den Checker und den finde ich auch nicht so toll. Und der kriegt von mir auch nur 2 von 10. Da bin ich nicht so begeistert von, gell? So. 2,83 von 5 bei 6 Votes. Und dann sind wir hier auch schon durch. Dann, oh Gott. Ich finde das grausam. Ich weiß, ihr liebt das Ding. Das, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach Gott. Nee, 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 nee. Oh, schrecklich finde ich den. Ich finde den schrecklich. Ich weiß, er ist mega beliebt. Ich weiß, ihr liebt den. Ich finde den grausam. Ah. Ich finde den wirklich grausam, der True Heart. Nicht böse sein. Ich gebe dem mal wieder mal. Das kriegt er von mir 5 von 10. Weil ich weiß, er ist schon, aber ich finde den grausam. 4,67 von 5 bei 48 Votes. So, Survival Specialist. Ja, hier wieder der Tryharder. Normalerweise Survival Specialist würde ja am besten zu mir passen. Ich campe mich fast in jedes Finale. Aber ja, schlecht sieht er nicht aus, ne? Kriegt von mir 5, 6, 6 von 10. Der Survival Specialist. Hier haben wir 4,29 von 5 bei 34 Votes. Dann haben wir den Accolades.
Ja, genau, ja. Ja, oh, ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Finde ich ziemlich cool, Accolades, und der kriegt von mir 8 von 10. Und was haben wir da? Da haben wir 3 von 5 bei nur 2 Votes. So, dann haben wir den Hyperion. Ah, kriegt von mir 5 von 10, der Hyperion. Und da haben wir hier 3,86 von 5 bei 7 Votes. Dann hier Toothpick. Der Zahnstocher quasi. Mit irgendeinem Dinosaurierzahn. Ja, könnte ein T-Rex gewesen sein. In der Keule drin. Mit Lianen drumherum. Kriegt von mir 6 von 10. Der Toothpick. Und was haben wir da? 1,67 von 5 bei 3 Votes. Okay. Wie hört sich das Ding an? Und dann haben wir noch diesen Solid Strider und der kriegt von mir 0 von 10. Ich finde, der sieht scheiße, ist ein Standardgleiter und sieht auch noch scheiße aus. 0 von 10. Ja, da haben wir 1,8 von 5 bei 5 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich riesig über euer Like freuen. Däumchen hoch. Ja, schreibt mir was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Ja, ihr könnt, ich mache bestimmt auch wieder eine Umfrage rein hier. Könnt ihr gerne auch mal beantworten, würde mich auch riesig freuen. Ja, und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit Medi-Man gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. So.